Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und hier dreht Johnny schön seine Kartoffelkreise. Da mit dem Aufladen hier hinten hat beim ersten Mal funktioniert. Allerdings ist er danach dann einmal hier den großen Bogen gefahren, um wieder aufs Feld zurückzukommen. Da muss ich noch ein bisschen nachregeln. Aber ansonsten, der braucht jetzt noch diese Folge. Nächste Folge ist er fertig. Das heißt, Ende dieser Folge steht der Monatswechsel an. Was steht heute auf dem Plan? Steine, Feldhaar, Kartoffeln, Steine verkaufen und Honig verkaufen. Was machst du hier? Kuhfutter. Gut. Oh, richtig, das hatte ich mir notiert. Gras. Ich brauche, da steht einer. So. Wir bringen mal schnell Gras rüber. Wenigstens eine Fuhre. So. Gras. 116.000. Okay. Was haben wir denn eigentlich noch an Stroh hier? 61.000. Ach, richtig. Wir haben ja noch eine Ladung Stroh da hinten. Da, auf dem LKW. Wo bringe ich denn die jetzt hin? Du kriegst auch noch Gras. Dich beliefere ich jetzt. Dann bringen wir das Stroh am besten. Hier muss auch noch Gras rein. Entweder hierher. Hier haben wir reingebracht. Ja. Gut. Dann bringen wir jetzt schnell Gras rüber in die drei. Und danach das Stroh in den Kuhstall. Meine Misttransporter habe ich gerade pausiert. Die haben den ganzen Mist weggebracht. Da hat sich ganz schön was angesammelt da hinten. Und Gülle, der ist immer noch unterwegs. Der fährt hier irgendwo und dreht seine Kreise. Also lohnt sich wirklich. Und dann werden wir nämlich beim nächsten Mal, wenn wir wieder Gülle verkaufen, den großen Trailer nehmen und er kann dann zwischen dem Gülle-Lager und der BGA hin und her fahren. Dann spare ich mir nämlich immer dieses Hin und Her. Dann haben wir einen festen Fahrweg. Stopp mal, war das die drei? Ja. Da kommen die nächsten. Ja, Moment bitte. Da sind noch 117.000 drin. Der holt sich 70 ab. Der holt den Rest ab. So, du fährst bitte zum Hof. Ist überhaupt noch genug drin für dich? Ja, der holt noch einmal ab. 70.000. Dann ist sie nämlich leer. Da muss ich mal gucken. Überleg mal, wie die das wegfressen hier. Hier habe ich noch 97.000 drin. Oh, 6.000 Gras. Da hoffe ich, dass gleich der LKW kommt. Und hier sind nochmal 66.000 drin. 147.000. Also so viel Futter ist das nicht. Also für die beiden Ställe, die ich hier habe, drei Fabriken, das ist gar nicht mehr so viel. Apropos viel, ich habe noch 137.000 Futter für die Schweine und die Schweine bekommen, ja, die bekommen noch ein bisschen was. Das wirst du. Oh, das geht nicht. Ich brauche einen Seitenkipper. Ich weiß gar nicht, ob der das kann hier. Das wird der da hinten machen. Der wird in die Schweine beladen. Ja. Okay. So. Du wartest auf den da drüben, ja? Wie weit ist denn der? Prozent.
17%. Naja, da war auch noch eine Weile. Mal gucken. Wer es hinkriegt. Gut. Du fährst immer noch. Dann werde ich mich jetzt mal um den Honig kümmern. LKW. Das müsste... Nein. Nein. Hä? Hier ist die Einfahrt. Mein LKW steht doch hier vorne. Da ist er. Wollte schon sagen. Ich weiß doch ungefähr, zumindest meistens, wo ich meine abgestellt habe. So. Honig haben wir gesagt. Oh, den muss ich gleich wegbringen. Genau. Du wirst jetzt von Futteranlage 1 nach Schweinestall. Schweinestallfutter. Schweinefutter machen. So. Jetzt gucke ich mal ganz schnell. Ihr seid grün. Ah, ihr könnt sogar noch ein bisschen Futter vertragen. Okay. Mist. Jetzt wollte ich nicht den. Ich hatte doch gerade einen LKW gehabt. Genau. Ich wollte Honig machen. Lass mich doch mal durch hier. Danke. Wie viel habe ich denn von dem Zeug eigentlich noch? 800 Liter. Hält auch ewig. So. Okay. Jetzt haben wir gesagt Honig. Oh, da. Fastfood-Restaurant. Johnson's Farmers Market. März. Genau. So, jetzt wollte ich gucken, wie viel Honig wir haben. Erdbeeren. Oh, Schokolade ist voll. Müssen wir mal rüberbringen. Da. Auslagern. Oh. Müssen wir zweimal fahren. Alles klar. Danke. So. Ganz schnell. Da kommen wir rum. So. Ja, du so schön warten, Freundchen. Hier fährt der Chef. Ach so, richtig. Hier fährt ja der Chef. So, Randaleleuchte anmachen. So. Sieht doch gut aus. Mal sehen, was uns das einbringt. Muss ich selber nochmal überlegen. Johnson war hinten gewesen, wa? Nicht, dass ich jetzt auf den falschen, Richtig, Johnson's Farmers Market war hinten, das heißt, ich muss jetzt hier abbiegen. Mimo? Was ist Mimo? Halt mal an. Honda, okay. Intelligente Technologie aus der Zukunft. Entdecke die neuen Rasenroboter von... Ach, jetzt stell dir auch schon Roboter her, okay. Okay. Fliegt das Ding dann auch oder ist das bloß Deko? Und man kriegt hier bloß so eine komische elektrische Ziege wie bei allen anderen auch. Na, wenn sie meinen.
Das ist, glaube ich, mal mehr sinnvollere Werbung als alles andere hier zusammen. Gut, auch wenn ich keinen Rasenroboter brauche. So, war das hier? Ja. Frische Produkte. Johnson's Farmers Market. Let's go. Wo? 12.000 und 24.000. Millionen. Aha. Und wir werden hier gleich nochmal wiederkommen. So. Stroh haben wir jetzt gesagt. Stroh wollten wir nach oben bringen zu den Kuhstall. Müssen wir mit dem Stroh nicht knausern. Moin, liebe Kühe. Es gibt mal Stroh. Ach so, muss ja hier abgeladen werden. 4. Ernsthaft? Ernsthaft? Och nö! So, jetzt aber. Danke. Hier sind immer noch 50.000. Und schon wieder 4.000 Mist. Das war schon mal leer gewesen hier. Tiere. Was ist es jetzt an Stroh? Wunderbar. Ja. Dann hole ich noch zweimal Stroh rein. Ich mache die voll, ja. Ich hole noch 20. Und ich hole gleich 25 Stroh raus. Dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen Stroh verteilen. Oh, Mehl. Richtig, Mehl wollte ich machen. Hier ist noch ein Rest Sorghumhirse. Aber hier oben ist schon wieder... Na gut, du hast doch Sorghum. Du hast keinen Raps mehr. Du auch nicht. Du hast doch Sorghum. Aber hier unten hier... Hier steht alles still. Okay, da muss Getreide rein. Das mache ich als nächstes. Stroh kann warten. Erst Raps. Dann Sorghum. Von hier aus dem Hof. Da kann ich mal gucken, wie sich mein Kartoffel macht. Er ist nämlich nicht da. Doch, da ist er. Ernsthaft? Jetzt ist er zu Feld 32 gefahren. Was ist mit dir? Ach. Halt, halt, halt. Nicht losfahren. Ich habe vergessen, den Motor zu starten. Mist. So. Jetzt ist die Frage. Wie kommt er jetzt? Von Feld 32 nach Feld H. Oh, er fährt direkt drauf. Er hat es geschafft.
gut. Ha. So. Okay. Da hat jemand seine Arbeit beendet? Sehr gut. Fertig. Bitte nach Hause fahren? Wo wolltest du jetzt hinfahren? Hör mal. Dich kann ich doch gleich rüberschicken in die... Ach, der hat ja schon 25 Gras. Weißt du was? Lade mal ab in der Futteranlage 1, okay? Tschüss. So, jetzt muss ich noch die anderen einsammeln. So. Du fährst nach Hause. Und du fährst nach Hause. Gut. Oh. Okay, also. Gras ist jetzt gerade unterwegs. Dann machen wir den hier schon mal mit Gras voll für die Schafe. Und danach bringen wir mal schnell den Honig weg. Das müssen wir auch noch machen. Oh, Getreide und Sorghum wollte ich machen. Apropos Getreide. Das Saatgut, was da draußen gerade als Kartoffeln raufgebracht wird, das ist das einzige Saatgut, was ich habe. Das heißt, ich muss ganz dringend Saatgut herstellen. Oder habe ich hier noch Saatgut drin? Ah, Tatsache, 14.000 Saatgut habe ich noch. So, sehr gut. So. Schnell einschalten das Ding. Du fährst woanders hin? Du hättest gleich hinten hinfahren können. So. Du? Siehst eigentlich gut aus. Hey, 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 warten. Warten. Danke. Den hier bringe ich wieder zurück. Allerdings werde ich ihn vorher noch schnell sauber machen. Ja, ich habe es mir zu Herzen genommen. So. Soll ja nicht so aussehen, als ob ich gearbeitet habe. Wieder sauber. Ja, das
ist mein schöner großer Kartoffelruder. So. Jetzt habe ich gesagt, Raps. Wie viel Raps habe ich noch? 58.000, das ist gar nichts. Brauche hier. Hier ist 11.000 Raps. Weil das ist die nächste Rapsernte. Ich sehe gar keinen Raps aus. Kartoffeln, Sorghum, Weizen, Soja. Ich sollte mir mal Gedanken um Raps machen. Wann wird ein Raps ausgesät? Jetzt. Bis Juli. Von jetzt bis Juli. Warte mal. Ich muss mal ganz schnell rechnen. Wir sind im März. Wir haben auf IKL haben wir Weizen gesät. Ja. Hier soll auch Weizen. Warte mal. Ach so, hier soll überall Sorghum rauf. Im April. Das heißt, wir müssten eine Sorghumernte ausfallen lassen. Ja. Ich lasse einmal Sorghum ausfallen und zwar ein mittleres Feld. Sagen wir Feld D. Raps. Okay, ich mache auf Feld D. Halt, das ist Feld D. Hä? Nee, das ist Feld A. Das ist Feld D. Ich mache auf Feld D Raps rauf. Ja. Das heißt, ich brauche einen Trecker mit Sämaschine. Da ist die Sämaschine. So. Raps. Erster Wegpunkt. Feld D. Kursladen, Aussaat 24 Minuten. Tralala und tschüss. Gut. Dann werden wir hier nämlich Raps aussäen. Damit wir wieder was haben. So. Genau. Dann haben wir nämlich ein bisschen Raps. Dann können wir nämlich von dem Raps jetzt machen wir die Hälfte drüben in die Mischanlage und die andere Hälfte geht in die Mühle. Jo. Klingt gut. Und dann kommt Weizen in die Mühle, dass wir wieder Mehl haben. Du hattest Gras. Ah ja, Schafe. Das geht ja jetzt in die Schafe. Und das ist der falsche Trailer. Ja, wobei, wenn ich das selber mache, dann geht's. Nur Johnny kann das nicht. Wie ich mit dem die Kurven nehme, ohne dass der umkippt. Obwohl der hier höher ist als der andere Trailer. Und guck mal, wie schön ich damit schief fahre und nicht den Trigger treffe. So. Und jetzt gucken wir mal.
Ja, passt. Passt fast. Passt. Oh. Hm. Da fällt mir ein, wir hatten noch einen LKW hier runtergeschickt. Genau. Und der wird jetzt den Trailer blockieren, der jetzt rumkommt. Du bist angekommen bei Feld D, du machst deinen Job. Danke, tschüss. So, wir wollten jetzt zum Schafstall. Genau. Alles geregelt. Warum fährt er nicht? Es ist doch März. März? Raps? Ach, das ist Hafer. Ah, bin in der Zeile verrutscht. Das ist Hafer. Raps. Der wird im August gesät? Okay. Okay, dann hat sich's erledigt. Dann werde ich auf Feld D weiter Sorgo machen. Hier unten. Im nächsten Monat. Bis August. Im August dann Raps drauf machen. Bis nächstes Jahr Juli. Genau, dann fällt nämlich eine Getreideernte weg. Aber Getreide haben wir noch genug Reserve. Okay. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ja, ja, haben wir gerade festgestellt. So, dann fährst du bitte wieder nach Hause. Und du holst bitte die zweite Ladung Gras. So. Ja, und dann noch Getreide. Und dann noch warten, dass die Kartoffeln fertig werden. Da gucke ich gleich mal, wenn ich hier auflade, das Gras, wie weit der ist. Oh, blockiert ihr was? Ja, ihr blockiert. Ihr blockiert, aber sowas von. Also, du wirst Honig auslagern, alle. Danke. So. Du fährst jetzt zu John's Farmers Market. Paletten. Genau. So. Und du stehst dort. Dann ist hier. Nein. Da. Den will ich haben. Hey, hör auf zu ruckeln. Warum hast du jetzt Weizen geladen? Ich wollte doch Gras haben. Na gut. Dann fahre ich schnell den Weizen zur Mühle. Sorghum habe ich keine mehr.
Genau, Raps muss ich noch bringen. Ja, dann fahre ich jetzt erstmal hier zu einer von den Mühlen, eine Ladung Raps, dass wieder Mehl reinkommt. Ach gut, Scheiße. Eine Ladung Getreide, dann fahre ich den Raps. Oh, da haben wir noch einiges zu tun. Ich glaube, da sollten wir nächste Folge noch ein bisschen umladen. Ja. Und dann werden wir mal entweder Mitte oder Ende nächster Folge in den April gehen. Und im April wird dann ausgesetzt. So gut. Das ist wieder der falsche Anhänger, weil er kann unter dem Dach hier nicht abladen. Also Johnny kann das nicht, aber ich kann das. Oder kann er das? Doch, der kann das. Ah ja, fast. Warte, das war die 9. So. Okay. Wie kriege ich nicht jetzt da wieder weg? Warte. Was mache ich denn jetzt? Komm mal her. Runter mit dir. Runter. Was mache ich denn jetzt? Hier anheben? Nee. Hier anheben? Nein. Hier ziehen? Nein. Jetzt hat er sich da verkeilt. Pass auf, weil jetzt klick. Oh. Der Anhänger hat sich im Boden geglitscht. Ja. Wie kriege ich ihn jetzt da raus? Der hat sich hier im Boden gedrückt, seht ihr das? Okay. So kriege ich ihn raus. Alles klar. Das Spiel mag ich. Benimm dich jetzt, Anhänger. So, funktioniert. Okay, warte mal. Fahr du mal bitte zum Hof. Ich will mal hier in den Hühnerstall reingucken, weil wenn da wirklich 1000 Hühner sind, will ich mir das wenigstens einmal angeguckt haben. Ja gut. Ich hatte 1000 als mehr im Sinn. 2000 sogar. Das hier sind 300. War ja nicht ganz. Sagen wir 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Hühner. Da rennen 900 rum. 1000. 1, 2, 3, 4. Ja, und die anderen 1000 sind da hinten. Okay. Okay. So. Hier muss ich jetzt wieder aufrücken. Die muss ich jetzt alle mal verteilen. Aber ich denke mal, das mache ich jetzt offscreen. Da ist einer angekommen bei Hof und da oben zählt der Honig rein. Ja, sehr gut. Dann sind wir jetzt bei fast 9,5 Millionen. Naja, 9,46.
Steine kommen, sind dann beim nächsten Mal noch dran. Und ich sage einfach von hier aus, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.